Hallo zum neuen Tutorial. Mein Name ist Hendrik Balani und ich präsentiere Ihnen heute Teil 2 der Serie Solid Model Import. Im letzten Video habe ich Ihnen bereits gezeigt, wie Sie DXF-Dateien in Ihre Steuerung einlesen können und Datensätze über diese Datei generieren. Im heutigen Video geht es dann zu den Step-Dateien über und wie Sie über diesen Dateityp Datensätze generieren können. Wie Sie das machen und was Sie sonst noch für Möglichkeiten mit Step-Dateien haben, zeige ich Ihnen wie immer am besten direkt an der Konsole. Auch das Tutorial zum Thema Step Import starten wir auf dem Grafikbildschirm. Generell funktioniert die Arbeit mit Step-Dateien sehr ähnlich wie die Arbeit mit DXF-Dateien. Viele grundlegende Informationen hierfür können Sie im Tutorial 13 zum Thema DXF-Import nachschauen. Wir starten zunächst mit dem Import über den Import-Softkey. Hier können Sie über den Explorer Ihre Datei auswählen und öffnen. Über eine Hinweismeldung wird gesagt, dass die Export-Funktionen deaktiviert werden. Sie können also keine Linien zeichnen und die im Anschluss exportieren. Nun sehen Sie, dass das Bauteil in die Steuerung eingeladen ist und Sie haben alle Möglichkeiten, die Sie mit Ihrer Simulation auch haben, also rotieren oder zoomen. Über die Layer sehen Sie, dass Sie einen Layer Default haben, das das Volumenmodell beinhaltet und ein Layer Solid Edges, das die Körperkanten beinhaltet. Diese können gerade bei der Erstellung von komplexen Konturzügen sehr hilfreich sein. Auch bei der Arbeit mit Volumenmodellen gibt es Einstellungen, die relevant sind. Diese können Sie über den Softkey Einstellungen oben links öffnen. Die beiden Einstellungen sind hierbei die Einstellung Zeige Volumenkanten und der Anzeigemodus. Über die Zeige-Volumenkanten-Einstellung können Sie definieren, ob die Volumenkanten, in dem Fall die hellgrauen Linien, gezeigt werden oder ob diese verborgen werden und wir dadurch unsere blau hinterlegten Solid Edges sehen können. Im Anzeigemodus können wir definieren, ob wir das Bauteil als Solid, also als Körper sehen oder zum Beispiel als Drahtgitter oder als Modell mit verschiedenen Ebenen. Die empfohlene Einstellung der beiden Parameter ist hierbei Zeige Volumenkanten an und der Anzeigemodus auf Solid. Auch bei der Bearbeitung von Step-Dateien können Sie Ihren Nullpunkt ganz einfach verschieben. Hierfür müssen Sie diesen lediglich über die Auswahlfunktion selektieren und können anschließend mit aktivierter Fangfunktion, zum Beispiel Endpunkt oder Mittelpunkt, das Ganze einfach an einen beliebigen Punkt verschieben. Um den Nullpunkt nun passend zur Oberfläche auszurichten, können Sie die Oberfläche Ausrichten-Funktion nutzen und zunächst einen Punkt auf der X-Achse selektieren und anschließend bei der Step-Datei zum Beispiel eine Oberfläche der Z-Ebene. Schon ist Ihr Nullpunkt nachjustiert. Dieses können Sie natürlich beliebig oft wiederholen und zum Beispiel einen neuen Punkt auf der X-Achse selektieren und diesmal eine ganz andere Z-Oberfläche. Und schon ist Ihr Bauteil rotiert. Selbstverständlich greifen auch hier die Rückgängig- und Wiederherstellen-Funktionen. Um die Orientierung des Bauteils zu verändern, gibt es neben der Funktion Oberfläche ausrichten noch zwei weitere Funktionen, und zwar die Funktion Transform und schnelle Planartransformation. Hierfür müssen Sie lediglich die nur sichtbare Elemente-Funktion deaktivieren, dass auch verdeckte Kanten selektiert werden können und anschließend das Bauteil via Rahmen komplett selektieren. Wir beginnen mit der Funktion Transform. Jetzt müssen Sie lediglich das Zentrum der Transformation auswählen, was Sie über die Fangoption Punkt ganz einfach zum Beispiel im Zentrum Ihres Nullpunkts machen können. Über die Schieberegler können Sie Ihr Bauteil nun verdrehen oder die Winkel einfach in der Dialogzeile eingeben und anschließend das Ganze bestätigen. Nun ist Ihr Bauteil verdreht. Als weitere Funktion, das Bauteil zu verdrehen, gibt es nun noch die schnelle Planartransformation. Hier ist die Vorgehensweise prinzipiell ganz ähnlich. Das komplette Bauteil muss zunächst selektiert werden und anschließend kann das Zentrum der Transformation ausgewählt werden. In der linken Spalte wird die Ursprungsebene gewählt und in der rechten Spalte die spätere gewünschte Ebene. Wenn Sie bestätigen, wird das Bauteil selbstständig durch die Steuerung verdreht.
Wenn Sie Ihr Bauteil dann entsprechend Ihrer Aufspannsituation ausgerichtet haben, können Sie mit der Generierung der Datensätze beginnen. Hierfür müssen Sie lediglich Ihre gewünschte Oberfläche über die Auswahlfunktion selektieren und können anschließend über die Funktion Datensatz erstellen und zum Beispiel Kontur mit der Generierung des Datensatzes beginnen. Jetzt können Sie noch optional die Z-Startoberfläche definieren und Ihre gewünschte Konturrichtung und im Anschluss daran haben Sie neue Datensätze. In unserem Beispiel wurden insgesamt drei Datensätze generiert. Einmal das Vieleck als Taschendatensatz und zwei Inseldatensätze, einmal die innere Kontur und auch einmal die Kontur des Rechtecks. Alle Konturen, die auf einer Oberfläche liegen, werden als Störkonturen wahrgenommen. Diese Konturen können Sie einfach über die Korrekturübersicht löschen. Jetzt können wir unsere Datensätze wieder mit Leben füllen. Also zum Beispiel einen Sicherheitsabstand von 2 mm eingeben, die Tiefe wurde bereits übernommen, ein Werkzeug mit der Nummer 2085 und anschließend alle gewünschten Schnittparameter. Unser Bauteil sieht dann wie folgt aus. Aufgrund zu enger Stellen zwischen Tasche und Inseln kann das Bauteil nun nicht komplett gefertigt werden. Hierfür gibt es seit der Softwareversion V10.02 eine neue Funktion und zwar Rahmen vergrößern. Hier können Sie zum Beispiel eine Vergrößerung von 15 mm eingeben und das Resultat sieht dann wie folgt aus. Der äußere Rahmen, also die Tasche, wird um das entsprechende Offset vergrößert und das Bauteil kann komplett gefertigt werden. Als weiteres Beispiel zeigen wir Ihnen jetzt die Erstellung des Taschenfräsdatensatzes für die Rechtecktasche. Hierzu selektieren Sie einfach den Grund der Tasche und können anschließend über die Funktion Kontur den Datensatz generieren. Ihre Z-Startoberfläche können Sie wahlweise auf die Oberkante oder auf die bereits gefräste Fläche legen und im Anschluss Ihre Konturrichtung definieren und über Bestätigen einen neuen Datensatz erstellen. Diesen finden Sie auch direkt über Ihre Programmübersicht und können den Datensatz 3 in unserem Beispiel jetzt weiter mit Leben füllen. Alle Parameter in dem Datensatz können Sie frei bearbeiten und Ihr Bauteil sieht im Anschluss so aus. Auch die Erstellung von Bohrdatensätzen ist über die Step-Dateien ganz einfach. Hierfür müssen Sie lediglich die Mehrfachauswahl aktivieren und können im Anschluss jede Bohrung einzeln selektieren. Sie benötigen hier lediglich eine Hälfte Ihrer Bohrung. Im Anschluss können Sie dann über die Funktion Musterposition zum Beispiel Ihren Bohrdatensatz erstellen. Nachdem Sie Ihre Z-Startoberfläche ausgewählt haben, haben Sie in der Programmübersicht neue Datensätze. In diesem Fall haben Sie über einen Musterdatensatz die Verschiebung auf die verschiedenen Positionen, über den Bohrdatensatz Ihren eigentlichen Bohrvorgang und eine Position an der X- und Y-Position 0 und einen Musterende-Datensatz. Das Programm sieht dann wie folgt aus. Zunächst wird die Außenkontur wie programmiert bearbeitet, anschließend die Tasche und im Anschluss alle Bohrungen gefertigt. Wenn Sie diese Bearbeitung, um zum Beispiel ein Zentrieren und das Gewindeschneiden erweitern möchten, können Sie dies im Dialogbetrieb ganz normal wie gewohnt durchführen. Bei komplexen Bauteilen kann es manchmal sinnvoll sein, nur mit den Körperkanten zu arbeiten. Hierfür können Sie das Layer Default einfach ausblenden. Selbstverständlich können Sie auch Ihre Körperkanten ausblenden oder diese mit einer anderen Farbe darstellen. Die Arbeit mit Körperkanten ähnelt sehr der Arbeit mit DXF-Dateien. Hier können Sie zum Beispiel auch Ihre Mehrfachauswahl aktivieren und mehrere Linien selektieren. Oder Sie aktivieren Ihre Kettenauswahl und selektieren einen kompletten Konturzug. Selbstverständlich können Sie hier auch Ihren Filterradius nutzen und nach Einstellung des entsprechenden Radius über eine Rahmenauswahl Ihre gewünschten Bohrungen aus dem Bauteil rausfiltern und einen Datensatz entsprechend des Bohrbildes erstellen. Die Erstellung von Mehrachsdatensätzen
funktioniert genauso wie im Dreiecksbereich. Hierfür müssen Sie zunächst eine geeignete Step-Datei einlesen und im Anschluss eventuell Ihren Nullpunkt verschieben und verdrehen. In unserem Beispiel können wir direkt mit der Generierung der Datensätze beginnen und wählen unsere gewünschte Kontur aus, nutzen den Zyklus Kontur, können unsere Z-Start-Oberfläche selektieren, im Anschluss, wenn gewünscht, noch unsere Bearbeitungsrichtung nacheditieren und haben unsere neuen Datensätze. In diesen Datensatz können wir nun wieder unser Werkzeug eingeben und unseren Sicherheitsabstand. Und unser Bauteil sieht dann im Anschluss so aus. Wenn Sie, wie im nächsten Beispiel, eine Fläche auswählen, die nicht auf der XY-Ebene liegt, verhält sich die Erstellung des Konturdatensatzes etwas anders. Wenn Sie jetzt den Zyklus Kontur auswählen, zeigt die Steuerung Ihnen, dass der Nullpunkt verschoben und verdreht werden muss und gibt Ihnen bereits einen Vorschlag zur neuen Verdrehung. Dieser kann über die Funktion Bestätigen akzeptiert oder über die Funktion Transform angepasst werden. In der Dialogzeile können Sie die neuen Werte eingeben und über die Funktion Vorschau anzeigen lassen. Über die Funktion Bestätigen akzeptieren Sie die Verdrehung und können wahlweise die Z-Start-Oberfläche selektieren, die gewünschte Konturrichtung nacheditieren und haben im Anschluss neue Datensätze. Zunächst einen Nullpunkt-Startdatensatz. Der Nullpunkt mit Schleppen-Startdatensatz definiert die Verschiebung und Verdrehung des Koordinatensystems. Die Anwendung dieses Datensatzes und die generelle Programmierung an Mehrachsmaschinen zeigen wir Ihnen gerne im Rahmen einer Achsenschulung an einem unserer beiden Schulungsstandorte. Im Datensatz 4 wird dann wie gewohnt unsere Kontur definiert. Hier können Sie Ihren Z-Start nachdefinieren und wie immer Ihre Werkzeuge und Schnittwerte parametrisieren. Beendet wird das Nullpunkt mitschleppen durch einen Nullpunkt mitschleppen Ende Datensatz und Ihr Bauteil sieht dann wie folgt aus. Widmen wir uns nun der Herstellung der Phase an der Oberseite des Bauteils. Hierzu können Sie einfach wieder die Oberfläche selektieren und den Zyklus Kontur nutzen. Wir bestätigen die Ausrichtung der Z-Ebene, die Z-Start-Oberfläche und die gewünschte Konturrichtung und haben im Anschluss neue Datensätze. Wie bereits vorher in diesem Video erwähnt, sind die beiden Inselkonturen Störkonturen, die Sie einfach entfernen können. Im Datensatz 7 haben Sie Ihre selektierte Kontur. Hier können Sie wie immer alle beliebigen Schnittwerte anpassen. Damit die Phase sauber bearbeitet wird und auch kein Restmaterial stehen bleibt, können Sie Ihren Rahmen vergrößern, um zum Beispiel 10 mm. Ihr Bauteil sieht dann wie folgt aus. Natürlich können Sie über den Solid Model Import auch Bohrungen auf schrägen Ebenen erstellen. Hierzu wählen Sie einfach Ihre Bohrung aus und können im Anschluss einen der beiden Bohrzyklen, wie zum Beispiel den Zyklus Bohrposition, auswählen, die Ausrichtung Ihrer Z-Ebene bestätigen oder verändern, Ihre Z-Start-Oberfläche auswählen und haben im Anschluss wieder Ihre neuen Datensätze. Ihr Nullpunkt mitschleppen, Ihren Bohrdatensatz und Ihr Nullpunkt mitschleppen Ende. Bei der Erstellung von Mehrachsprogrammen mittels Solid Model Import gibt es eine wichtige Grundeinstellung, die beachtet werden muss. Der Solid Model Import erstellt keinen Nullpunkt mitschleppen Startdatensatz, wenn die ausgewählte Fläche bereits auf der XY-Ebene liegt. Hierdurch kann es dazu kommen, dass nach zum Beispiel einem Nullpunkt mitschleppen Ende-Datensatz nicht wieder zurückgeschwenkt wird. Um dies zu verhindern, können Sie über die Taste Zusatz in den Hilfsprogrammen, unter den Anwendereinstellungen, in den nützlichen Werkzeugeinstellungen den Parameter Nullpunkt mitschleppen Auto zurücksetzen auf Ja einstellen. Wenn dieser Parameter auf Ja eingestellt ist, wird das Nullpunkt mitschleppen am Ende automatisch zurückgesetzt. Bedeutet, durch einen Nullpunkt mitschleppen Ende Datensatz wird automatisch unsere Grundebene XY
wieder ausgewählt. Das war es auch von unserem zweiten Video zum Thema Solid Model Import. Ich hoffe, wir können Ihnen das Arbeiten mit STEP und DXF-Dateien direkt an der Steuerung dadurch etwas erleichtern. Haben Sie vielleicht schon Erfahrungen mit dem Einlesen von STEP-Dateien gemacht oder irgendwelche Fragen zum Solid Model Import? Dann können Sie diese gerne jederzeit als Kommentar unter diesem Video dalassen. Abonnieren Sie auf jeden Fall auch unseren YouTube-Channel, damit Sie auch das nächste Video zum spannenden Thema nicht verpassen. Bis zum nächsten Mal möchte ich mich dann gerne auch wieder verabschieden und verbleibe mit freundlichen Grüßen aus der AWT.